Moment. Ich muss mich erst in meine Form hineinlegen, die ich von meiner Kleidung vorgegeben bekommen habe. Und ich habe Mr. Cassidy angewiesen, die Kleidung nach meinen Maßen anzufertigen, aber so, dass sie mich niemals berührt. Mich darf nichts und niemand berühren, wenn ich es nicht will. Bloß das Schicksal hat sich nicht daran gehalten. So, jetzt bedecke ich noch meine abgekauten Fingernägel mit den üblichen halblangen oder langen Handschuhen. Und dann war es das auch schon. Mit all meiner kostbaren Kleidung, diesen Haufen und Haufen von Stoff, bestehend aus reinen Grundlinien, von denen aus all die Pässe, die Treibbälle gespielt werden. Gut gezielt, aber nur einmal. Nein, zweimal wirklich gut getroffen. Mit all diesen Fetzen, bald flächig, bald voluminös gebauscht, will ich vortäuschen, ich hätte darunter gar keinen Körper. Obwohl ich den doch sportlich straff und muskulös in dieser neuen Variante, die in den 60er Jahren überall zu kaufen war, obwohl sich den ja nicht viele leisten konnten, präsentierte. Sozusagen als gehaltlosen Gehalt präsentierte. In zahllosen Zeitschriften. Im Fernsehen. Im Kino. Ich weiß nicht, wo noch überall. Ich wurde also betont. Das heißt, ich wurde tonangebend. Betonung muss nicht Steigerung sein, wie ich schon sagte. Es kann auch Steigerung in der Zurücknahme sein. Immer dezent, das ist wichtig. Immer die eigenen Reize spiegeln. Nur nicht selber reizvoll sein. Dann wäre man ja ein Mensch. Über meine Kleidung hat man geredet. Fast noch mehr als über mich. Und das heißt was. Die war meine Schrift, meine Kleidung. Meine Kleider waren individueller als meine Sprache. Verstehen Sie? Dabei waren es eben doch nur Linien, die die Grundform sind. Der ganze Zierrat nur aufgesetzt. Schlicht. Essentiell. Kreis. Quadrat. Kugel. Würfel.